Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser einen Stunde haben zahlreiche Vorredner auf das hingewiesen, was in Aleppo und in Syrien passiert. Ein totaler Zivilisationsbruch, den wir dort erleben und den ich kein weiteres Mal beschreiben muss. Es ist auch darauf hingewiesen worden, und das scheint mir wichtig zu sein, weil es nach vorne gerichtet ist, das, was wir in Aleppo erleben, steht nur pars pro toto, letztlich für das ganze Land. Nach UN-Angaben sind es fast 1 Million Menschen, die in Syrien in unterschiedlichsten Städten und Regionen unter nahezu den gleichen Bedingungen zu leben haben, abgeschnitten sind von humanitären und medizinischen Hilfsleistungen und deshalb genauso ins Licht zu rücken sind wie die Menschen im Ostteil Aleppos. Und natürlich ist es richtig, in dieser Frage zu überlegen, was können wir tun, was tun wir? Und auch die Frage, Frau Göring-Eckardt, tun wir genug, ist natürlich immer eine berechtigte. Aber wir müssen daraus letztlich auch Konsequenzen fließen lassen. Und das heißt für mich, dass wir die bescheidenen Möglichkeiten, die wir in Syrien haben, auch tatsächlich nutzen. Das ist weiter an den diplomatischen Initiativen zu arbeiten. Das ist weiter daran zu arbeiten, dass humanitäre Hilfe auch ankommt. Denn leisten tun wir dort in der Tat genug. Es ist eben so, dass Deutschland Mitinitiator der Londoner Geberkonferenz im Februar war, dass dort mehr als je zuvor an Geld eingesammelt wurde, 10 Milliarden Euro. Dass Deutschland allein mit 2,3 Milliarden Euro mehr als jeder andere gegeben hat. Und jetzt kommt es darauf an, dass man die Hilfe auch dorthin bringt, wo man sie benötigt. Und es bedeutet eben auch, neue Wege zu gehen. Das bedeutet auch, riskantere Wege zu gehen. Und es bedeutet auch, dass, wenn die beste Lösung nicht realisierbar ist, die zweitbeste in Angriff zu nehmen. Und deswegen muss man die Vorbereitungen dafür treffen, dass Airdrops eben möglich sind. Und es bedeutet auch, mein Kollege Röttgen hat es angesprochen, dass wir uns zumindest mal ernsthaft darüber Gedanken machen, ob das Verhängen von Sanktionen ein probates Mittel sein kann. Es jedenfalls pauschal auszuschließen und zu sagen, Sanktionen und Verhandlungen gehen nicht zusammen, ist durch die Geschichte allein in der Ukraine widerlegt. Und deshalb meine ich, wir sollten sehr wohl überlegen, ob wir mehr tun können, als wir derzeit tun. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade weil wir viele verschiedene Facetten aufgedröselt haben in dieser Debatte, weil wir auch Verantwortlichkeiten benannt haben, wir über Russland und seine Verantwortung gesprochen haben. Und da, glaube ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Russland und namentlich dessen Präsident Putin hier nicht nur Kriegsverbrechen begeht, sondern letztlich mit seiner Politik auch die Verantwortung dafür zu übernehmen hat, wenn das Morden in Syrien nicht nur weitergeht, sondern wenn eben das am Ende auch in eine Reihe zu stellen ist mit den Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien und wenn dort etwas entsteht, was man als das neue Somalia bezeichnen muss, weil eben über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte hinaus ein Staat dort gescheitert ist und nicht in der Lage ist, Sicherheit und Wohlfahrt für seine Menschen zu gewährleisten. Das muss man klar und deutlich benennen, genauso wie die Verantwortlichkeit etwa von Iran, die auch ihre eigene Agenda verfolgen und letztlich den Zugang für Militärbasen am Mittelmeer möchten, ihre eigene schiitische Politik dort betreiben, Allianzen führen und dafür sorgen, dass in der Tat in Syrien auch ein Stellvertreterkrieg geführt wird. Das muss man alles klar benennen, das ist vollkommen richtig. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja immer so, dass dann auch Finger auf einen zurückzeigen, wenn man auf andere zeigt. Und da möchte ich gerne einen Schritt weitergehen, als es die Vorredner getan haben. Es ist doch in der Tat so, dass die Rolle, die wir in Syrien spielen, und damit meine ich Deutschland, die Europäische Union und die Gemeinschaft der europäischen Staaten, wirklich eine jämmerliche ist. Ich will das in dieser Deutlichkeit formulieren. Und das ist jetzt nicht ein Verweis nach Brüssel, das ist auch ein Verweis an uns selbst. Wir sind nicht in der Lage, auch nur am Katzentisch teilzunehmen, wenn es um Verhandlungen um Syrien geht. Es ist Russland, es ist die USA. Wir sind es definitiv nicht bei allen Bemühungen, die es dort in der Vergangenheit gegeben hat.
Und wir sind letztlich nicht in der Lage, machtvoller Spieler in diesem Bereich zu sein. Und deshalb müssen wir daraus Konsequenzen ziehen. In Europa brauchen wir eine stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und auch wir Deutschen müssen unsere Hausaufgaben machen. Es ist eben so, dass die USA 10-mal mehr für Sicherheit und Verteidigung aufwenden als wir. Es ist eben so, dass die 500 Millionen Menschen in Europa, in den 28 Staaten Europas zusammen, nicht einmal die Hälfte an Aufwendungen haben wie die USA. Es ist doppelt so viel, wie die Russen es haben. Und trotzdem schaffen wir nicht einmal die Hälfte der Effektivität. Das ist für mich eine Lehre. Sonst brauchen wir nicht darüber sprechen, dass wir Ruanda hatten und nichts passiert ist, dass wir Srebrenica hatten und nichts passiert ist. Jetzt stehen wir vor Aleppo und Syrien. Wir sollten endlich aufwachen und eine Politik betreiben, die auf europäische Zusammenarbeit setzt und unsere Hausaufgaben hier macht. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die mit diesem Thema für uns verbunden ist. Vielen Dank.